Servus und herzlich willkommen, Leute. Pokémon Blattgrün, die dritte der Top 4. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich Eich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Brandy, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Das glaube ich eher weniger, dass du das kannst, Agathe. Du bist genauso alt und verschrumpelt wie der Professor Eich. Oder besser gesagt, die Professor Eichel. Donnerblitzfunke. Wir haben jetzt eigentlich nichts so besonders Effektives gegen die. Von daher tut mir das leider leid. Das wird so ziemlich der schwerste Kampf werden. Der letzte Kampf gegen Gary wird, glaube ich, noch etwas leichter als der hier. Wie wir den anstellen wollen, den Kampf... Ah, fuck, ich habe vergessen. Normalattacken haben hier keine Wirkung gegen die. Shit, man, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Dürfen. Wir haben aber noch die Schockwelle, wenn mich nicht alles täuscht. Die müsste immer treffen, ob er Donnerblitz Doppelteam macht oder nicht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich wollo. Der Konfusstrahl gibt uns natürlich allerdings auch einen voll ins Gesicht mit. Jetzt lohnt es sich für uns, einen Hyperheiler einzusetzen. Da wir eben auch so krass verletzt sind. Alles klärchen, Doppelteam, dich ruhig weiter, Gengar. Ich hoffe, unser Donnerblitz trifft einmal, bitte. Finsterfaust. Das tut richtig weh, glaube ich. Nee, Statik, das ist super. So. Yes! Super geil. Super. Erster ist erledigt. Perfekto. Wir wechseln aufs Pokémon gleich. Ah, wobei Golbat, das ist durchaus machbar mit Funke. Ein Donnerblitz und das ist, wobei es könnten ruhig auch zwei werden. Bin mir nicht sicher. Es könnten durchaus zwei werden, außer wir haben jetzt hier Probleme und wir sterben an der Giftzahnattacke. Und das tun wir auch. Oh, oh, oh. War eigentlich schon allerdings fast zu erwarten. So, wir probieren es nochmal mit Lapras und einem Eisstrahl und in der Hoffnung. Oh fuck, das Golbat ist schneller als wir. Oh, 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 oh. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, nee. Das gefällt mir über... Oh, nein, noch Windschnitt. Das gefällt mir noch weniger. Lapras, come on, please. Greif an. Yes. Reich, bitte. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So, Lapras erreicht nicht Level 8. Arrrr, Bock, 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 Bock. Schick mal Ling rein. Lassen Ling ein bisschen Psy strahlen. Gegen Arbok haben wir was. Und zwar unser Schlafpuderchen. Das, denke ich, ist ganz effektiv dagegen. Und danach können wir mit einem Psy-Strahl ein bisschen bearbeiten. So, ich denke mal, gegen Gengo haben wir auch eigentlich den Eisstrahl, der nicht gerade uneffektiv sein dürfte. Aber wir müssen eigentlich Lapras aufheben für Siegfried. Oder, nee, wobei, ist das Siegfried? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall der vierte, der hat nämlich Drachen-Pokémon und der ist der Eisstrahl ziemlich effektiv und bringt uns auch einiges. Von daher wäre es eigentlich schon fast ratsam, da den Eisstrahl aufzubewahren. Aber wir haben ja noch Top-Äther und einen Volltreffer, ein Elixier. Deswegen denke ich mal, dürfte das keine allzu großen Probleme machen. Probieren wir es mal mit Lapras. Noch einmal. Agathe hat nur noch zwei Pokémon. Jetzt ist so die Frage, ob ich diesen Part jetzt gleich beende oder ob ich durchgängig aufnehmen werde. Das ist jetzt so... Das weiß ich noch nicht so ganz. Das muss ich jetzt überlegen. Ob ich nicht Siegfried auch noch in diesen Part packe, weil die Agathe ist jetzt gleich fertig.
so wie es aussieht. Die ist gleich komplett durch. Aber unser Lapras ist jetzt auch gleich durch, so wie es aussieht. Oh, okay, okay. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wie wäre es, wenn wir Ling einsetzen und unser Ling jetzt ein bisschen Spukball, das ist effektiv, oder? Oh, das ist sehr effektiv. Das ist zu effektiv für meine Verhältnisse. Das ist mir zu effektiv, Kumpel. Hör auf damit, das ist mir zu effektiv. Wie wär's mit Fackel? Du kannst das schaffen. Das ist ihr letztes Pokémon, also bitte. Mach irgendwas. Oh man, come on, please. Jetzt macht der Traumfresser, wollen wir wetten? Ich könnte wetten, dass er einen Traumfresser jetzt machen will. Aber das lasse ich nicht zu. Da bin ich zu gut dafür, oder? Matschbombe, okay. Ich dachte, es kommt ein Traumfresser. Flammenwurf, bitte. Jetzt. Bitte, Mann. Gibt's ja wohl nicht. Fängt er mir ja mit Hypnose. Hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich. Das ist mir zu lächerlich gerade hier. Machen wir mal eine Top-Genesung. Einfach, weil wir es können. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass wir... Natürlich werden wir vergiftet, was noch sonst ist. Ja, also. Jetzt werden wir hier auch noch vergiftet. Aber er kann uns nicht mehr einschläfern. Ah, aber er besiegt unser Glurak jetzt. Das ist natürlich nicht gerade noch... ja, es ist jetzt so die Frage, ob das jetzt es wert war. Andererseits, wir haben es auch besiegt, das war es wert. Ja. So, Lapras Level 48, das war ganz wichtig. Ach, er hat noch einen Alpollo. Ja, das ist so eine Sache, das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel. Habe ich jetzt kein Problem damit. Dann schick halt deinen Alpollo her. Ich denke mal, das wird uns jetzt nicht so auf die Fluch. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Der hat da einen Fluch auf uns gelegt, okay. Heißt das, wir sind jetzt gleich auch dran. Oh, das jetzt sehe ich schon. Mhm. Aber es ist nichts passiert, oder? Nee, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Boah. Boah, war das eng. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Danke. Danke, dass du das auch begriffen hast. Wurde aber auch langsam Zeit. So, jetzt müssen wir mal alle anderen heilen. Hypertränke werden auch langsam knapp. Das heißt, wir müssten langsam mal aufpassen, wie wir mit unseren Sachen umgehen. Ja, so knapp 40 Tränke haben wir noch. Sollte eigentlich... Also, ich sag mal, eigentlich müsste es reichen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht passiert noch irgendwas Unerwartetes. Und ich bin mir einfach nicht sicher. So, wir werden auch auf Lapras ein Elixier benutzen. Dann AP wurden alle aufgefüllt, das war wichtig. So, Hypertrank auf die beiden noch. Und komm, das tun wir alles in einen Part bringen. Siegfried tun wir nur alles in einen Part. Und dann sind wir quasi eben wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, vorletzten Teil. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt versagen und dann werden wir erstmal eine Training-Session hinlegen. So, wir werden einfach mal anfangen mit Lapras. Außer er fängt mit der Aerodactyl an, dann würde ich natürlich gerne auch mit meinen Funken anfangen. Andererseits... Fangen wir einfach damit an. Ich habe bereits von dir gehört, Brandy. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, deinem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier, Brandy. Ja, Siegfried.
träum weiter. Ich denke mal nicht, dass der Ausflug hier für uns jetzt enden wird. Garados, umso besser. Freut mich nämlich auch. Unser Funke hat dagegen auch noch etwas zu, ja. Hat auf jeden Fall auch noch eine Stärke dafür. Mit seinem Donnerblitz, definitiv. Da spricht nichts dagegen. Aber, oh, wunderschön eigentlich. Hyperstrahl geht daneben. Wunderschön. Erstmal eine Top-Genesung für seinen Garados, was sowieso gleich drauf gehen wird. Ja, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Donnerblitzen wir. Und kommt nochmal derselbe Schaden auf? Wenn nicht, ist kein Problem. Halbier ihn nur. Habe ich auch keinen Stress mit. So, okay. Dann machen wir jetzt nochmal den ersten Angriff. Und das Garados ist weg. So schnell geht's, Siegfried. So schnell geht's. So, Funke, 2500 Erfahrungspunkte. Dragonier wird dann gerufen. Schicken wir mal Lapras jetzt in den Kampf. Und los. Alles klar. Ich dachte nicht, dass wir uns so gut schlagen könnten gegen 6 Level stärkere. So, jetzt packen wir mal den Eisstrahl nach oben. Wutanfall. Ah, es ist schon nicht gerade uneffektiv, da bin ich mir sicher. Vor allem, wenn er jetzt dann im Wutanfall verfällt. So, sehr effektiver Eisstrahl. Oh, fuck, man. Sehr schön. Haben wir aber auch Dragonier besiegt. So, Aerodactyl. Jawollo. Da werden wir gleich unseren Funken wieder einsetzen. Der hat da einiges zu melden. Mit seiner Donnerblitzattacke. So, na dann. Komm her, Kompagnon. Antikkraft, das tut weh. Das tut gleich richtig weh. Ja, ich dachte es mir schon. Das habe ich mir schon richtig gedacht. Aber das müsste auch richtig wehtun für ihn. Und das tat schon gut weh. Jetzt ist so die Frage, heilen oder nicht heilen? Sind wir schnell genug oder nicht? Nein, sind wir nicht. Aber selbst wenn wir es geheilt hätten, bringt nichts. Unser Funke wäre trotzdem drauf gegangen. Probieren wir es mit Lapras und einem Eisstrahl. Und hoffen jetzt einfach mal, dass... Oh, das war nicht clever von mir. Egal. Nee, das war nicht egal. Das war nicht clever von mir. Das war überhaupt nicht clever von mir. Jetzt hätte ich den Eisstrahl gebraucht. Fuck, war das blöd. Ah, wobei, das ist auch sehr effektiv. Habe ich jetzt auch nichts dagegen. Muss ich sagen. Wir müssen aber Lapras definitiv jetzt auswechseln. Jetzt kommt ein zweites Dragonier. Wir werden einmal Ling reinholen. Für ein Schlafpuderchen. Ja, das ist recht schnell vorbeigegangen, dieser Kampf. Da sehe ich jetzt keine großartigen Probleme mehr da drin. Sehr, sehr, sehr gut läuft dieser Kampf gegen die Drachen-Pokémon für uns. Wir werden jetzt auf jeden Fall zuallererst mal Expidermis von Dragonier heilt sich sein Problem mit Schlaf. Aha. Das heißt, wir haben keine Chance, dieses Dragonier einzuschläfern. Das heißt, unser Lapras wird direkt wieder in den Kampf gerufen. Okay. Weil, kein Problem, mach du nur eine Donnerwelle auf uns. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Ich hatte jetzt nicht so den Drang, einen Top-Beleber werde ich jetzt auch benutzen. Weil es wichtig ist. Ja, benutzt du den Wutanfall nur. Kein Stress, Mann. So, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, noch einen Angriff zu benutzen, zumindest. Ohne, bevor wir... Ah ja, das war eigentlich schon fast klar. Ach komm, probieren wir es einmal. Wir haben ja so viele Top-Genesungen. Komm, einmal benutzt mal sie. Link darf auch mal was erledigen. Hier in der Pokémon-Liga hat noch nicht so viele Einsätze gehabt. Ja, wobei, einige hat er schon, weil... Oh, oh, da ist jetzt jemand verwirrt. Vor Erschöpfung. Machen wir nochmal einen Holpertrank, weil der hat schon über die Hälfte der KP genützt. So, Dragonier ist verwirrt und verletzt dich bitte selber. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt ein Psystrahling. Zeig uns mal, ob das effektiv ist. Es ist nicht so sehr effektiv. Nicht so ganz, nee. Es ist nicht so ganz effektiv. Und wie sieht's mit Silberhauch aus? Tut das weh?
auch nicht so ganz. Ja. Was soll ich sagen dazu? Da fällt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr dafür ein dazu. So, wechseln wir mal auf Lapras, weil das hat eine super schöne Attacke für Dragonier, und zwar den wunderschönen Eisstrahl, den er dem Dragonier sowas von ins Gesicht rotzen wird. Zack! Und das war's mit dir, Dragonier. Sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, wir könnten sogar die Pokémon-Liga packen. Finde ich eigentlich erstaunlich, dass wir das so, ich sag mal, so heile hinbekommen haben bis jetzt. Level 60 quasi der erste Gegner, okay. Das ist schon ein richtiger Brocken. Das sind 12 Level über uns. Das heißt, dass er wird kaum was abziehen, auch wenn es effektiv... Ich wollte also jetzt sagen, dass das ein Volltreffer ist und dass es reicht. Und dass unser Lapras Level 49 ist. Ach, doch nicht. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Ja, das bin ich, Mann. Danke. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Brandy. Nun bist du der Champion im Pokémon-Liga. Hm. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist... SSG. Oh, er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Wir heilen uns jetzt kurz. Wobei es eigentlich gar nicht so viel zum Heilen gibt, so wie ich das sehe gerade. Ja, eine Hyperheiler. Und wir sehen uns in der nächsten Folge im wahrscheinlich finalen Part Pokémon Blattgrün. Chosen. Herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen im wahrscheinlich letzten Part Pokémon Blattgrün fürs Erste. Ja, der Schutz wirkt nicht mehr. Los geht's. SSG. Hi. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Brandy. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Brandy, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Nachdem ich mit dir fertig bin, bist du nur noch der zweitstärkste Trainer der Welt, wenn du es genau haben willst. Tauboss fängt wieder an, habe ich kein Problem mit. Unser Funke fängt an mit seinem Donnerblitz. Und... ja, nur, dass es nicht sehr effektiv ist, hast du Pech gehabt, ne? Zack, zack, zack. Da habe ich einiges so mitzusagen. Hälfte der KP, das ist sensationell. Auch nicht sehr effektiv, tut mir leid, Gary. Da hast du leider verloren. Da haben wir noch sehr viel stärkere Attacken für dich. Auf Lager. Als nächstes kommt bitte eins, was ich auch noch mit sehr viel Attacken. Als nächstes wird Rizeros gerufen. Da haben wir auch einen Spezialisten für. Wie wär's mit dir, Funkmonkey? Monkey jetzt auch verdient, auf 48 aufzusteigen. Deswegen komm mal her, Rizeros. Komm her. Komm, kriegst. Es ist keine AP mehr übrig, okay? Zack, zack. Ins Gesicht. In seine Fresse. Oh, aber das braucht 3 oder 4 Mal. Erdbeben auch noch. Fuck, das könnte wehtun. Das könnte Monkey ziemlich wehtun. Oh, ich hab's schon geahnt. Ich hab's schon geahnt. Ling, du bist dran. Oh, oh. Schlafpuder. Das habe ich schon fast geahnt gehabt, dass das passieren könnte. Haben wir noch irgendwelche Alternativen, die für Rizeros gelten? Das ist jetzt so die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Alternative haben. Bis auf unsere Durchbruchattacke. Bitte sei verwirrt, bitte schlag dich selber. Ja, das ist sensationell schon mal. Schlafpuder. Fuck, das ist nicht clever gewesen, dass das daneben geht. Und jetzt ist er auch nicht mehr verwirrt. Und jetzt ist vorbei mit Ling. 12 Level wirst du nicht überleben. Tut mir leid, mein Vogel. Das war fast klar. Das könnte sein stärkstes Pokémon sein gegen uns jetzt. Aber nee, wir haben ein Lapras Level 48, was ein Surfer kann. Jetzt hat er Bams, Kazam.
in dein Gesicht, Rizeros. Level 49 sogar jetzt mittlerweile, das stärkste Pokémon von uns. So, als nächstes haben wir eine Hydropumpe, die sie lernen will. Das ist natürlich eine Sache, die sag ich nicht nein. Verlernen tue ich dafür... machen wir mal die Aquawelle. Das ist natürlich eine Attacke, die kann man schon mal erlernen. Wunderschön. Wunderschön. Für Arcani werde ich die definitiv noch brauchen. Kokowai, ja, da haben wir auch noch was. Einen Spezialisten für dich übrig. Da habe ich mir was aufgehoben. Und als nächstes wird dann wahrscheinlich Turtok antanzen. Der muss auch beschäftigt werden. Bam, in dein Gesicht. 61, das ist natürlich ein hohes Level für einen Pflanzen-Pokémon und Kokowai. Schlafpuder. Haut er mir ein Schlafpuder ins Gesicht? Finde ich jetzt extrem unangebracht, muss ich sagen. Wie wäre es, wenn wir einmal einen Beleber einsetzen für Ling zwischenzeitlich und dann eine Top-Genesung für unsere Fackel. Ja, das könnten wir jetzt mal machen. So, Top-Genesung bitte. Zack. So, wundervoll. Monkey, du könntest vielleicht noch einen... Nee, du bekommst keinen Einsatz mehr in diesem Kampf. Tut mir leid. Dafür hat Gary nicht mehr die passenden Pokémon für dich. Wunderschön. Das trifft Kokowai ziemlich brutalst in sein Gesicht. So, 2770 Turtok kommt als nächstes. Ich hoffe, dass unser Funke... Wir werden mal Ling aufrufen. Und ich bin jetzt guter Dinge, dass Ling einmal ein Schlafpuder einsetzen darf. Drei hat er noch. Drei hat er noch. Also ein Turtok hat er. Hydropum, oh, das überlebt's nicht. Überlebt er nicht. War schon klar. Jetzt haben wir langsam, aber sicher gehen uns die Pokémon aus. Eine Donnerblitz habe ich nur noch. Es ist natürlich sensationell, dass wir da nicht die APs aufgefüllt haben. Oh, das tut schon richtig weh. Und jetzt kommt eine Hydropumpe, die daneben geht. Wundervoll. Oh, wundervoll. Bitte sag mir, dass er nicht ins Rote geht. Und dass er mit zwei Angriffen besiegt. Nein, er geht ins Rote dann. Aber unser Funke überlebt das nicht. Nee, das ist ein Volltreffer auch noch. Ja, ja. Wir werden auf jeden Fall Täubchen jetzt brauchen. Und... Yes! Könnt sogar hinhauen. Oh. Jetzt müssen wir mal eine Top-Beleber einsetzen noch. Auf Funke. Das müsste jetzt... Muss sitzen jetzt. Und eine Donnerblitzattacke haben wir dann auch noch. Hoffentlich. Jawohl. Stärkt deine Feuerattacken, Wasserattacken nur. Habe ich jetzt kein Problem damit. Jetzt brauche ich nur noch... Muss ich entspannt sein. Top-Ether haben wir noch zweimal, okay. Funke auf Donnerblitz, genau. So. Ja, benutzt deine Hydropumpe nur. Das ist mir jetzt gerade Wayne Rooney. Das überlebst du nicht. Das war eigentlich schon klar. Es ist das stärkste Pokémon der Pokémon-Liga zurzeit. Deswegen... Eigentlich kein Wunder, dass es nicht das Ding überlebt. Noch dazu mit einem Regentanz. Das ist natürlich noch blöder. Aber dann müssten theoretisch auch unsere Donnerangriffe gestärkt werden. Das ist allerdings... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Stopp. Das ist nicht nett. Oh oh. Bitte tu ihm nicht weh. Ich wusste es. Fuck, wir werden diesen Kampf verlieren. Aber sowas von bitter. Das habt ihr noch nicht gesehen, meine Freunde. Wegen genau diesem Batzen KP, den er sich gerade geheilt hat. Wir haben keine Top-Beleber mehr. Funke muss sich heilen. Wir brauchen auf jeden Fall Ling noch. Das überlebst du schon locker. Komm, ja, das hat er... Das überlebt er locker. Oh, als nächstes machen wir Ling noch.
Wir müssen alle unsere Pokémon jetzt heilen. Regentanz, mach du ruhig deinen Regentanz, da habe ich jetzt kein Problem mit. Spendier mir nur deine Runden, die ich brauche. Spendier sie mir nur. Als nächstes werden wir Monkey heilen. Ich brauche lebende Pokémon auf jeden Fall, das ist wichtig. So. Als nächstes leben wir Täubchen. Wir haben jetzt alle mal belebt, das ist wichtig. Setzt der Biss wieder ein, okay. Ich benutze jetzt meinen Top-Trank für unseren Linglein. Beziehungsweise ein Hypertrank reicht ja eigentlich im Prinzip. Also unser Lapras ist hier gerade ein Mega-Joker für uns. Bin ich auch ultra dankbar, muss ich ehrlich sagen. So, okay. Als nächstes ein Hypertrank auf Funke. Unser Lapras ist wichtig. Das darf nicht aufhören zu leben. Nochmal ein Body Slam. Weil ich jetzt weiß, dass nur ein Regentanz kommt. Aber den hat er nur noch zweimal. Von daher habe ich damit jetzt keinen Stress. So, machen wir nochmal einen Hypertrank auf Ling. So, jetzt haben wir gerade mega viel Zeit, um uns selber ein bisschen so vorzubereiten. So, ein... Ja, wir benutzen jetzt einfach mal noch einen Hypertrank, aber nicht auf Ding, sondern auf Täubchen. Einen Supertrank haben wir noch, so wie ich gerade gesehen habe. Wenn mich nicht alles täuscht. Den werden wir jetzt in Richtung... Ah ja, jetzt haben wir tatsächlich noch einen. Den Top-Trank werden wir jetzt mal benutzen, einfach weil ich Bock drauf habe. So. Benutzt du nur dein Biss? Soll jetzt irgendwie aufhören, wieder zu regnen in der nächsten Runde? Das weiß ich noch. So. Ein Hypertrank noch auf unser Fackelling. Und dann noch ein Hypertrank auf unser Monkey Line. Und dann ist alles geritzt. Viertes Mal benutzt er es. Wir müssen noch 5 Runden überleben mit ihm. Dann hat Turtok keinen Regentanz mehr und hat auch keine super effektive Attacke mehr. Und jetzt ist das natürlich noch effektiver. Sensationell. Das wäre eigentlich auch. Das war auch etwas, was ich eigentlich erreichen wollte. Jetzt sind meine Pokémon alle top geheilt wieder. Da hat er Pech gehabt mit seinem Turtok. Jetzt muss ich sagen. Muss ich sagen, da hat er jetzt einfach. Hat er jetzt einfach Pech gehabt. Machen wir mal einen Eisstrahl. Vielleicht ist das ja effektiv. Wollte ich gerade sagen. Nicht so ganz effektiv, wie ich es mir erhofft hatte. Leider. Aber immerhin effektiver als gar nichts. So, als nächstes gönne ich mir einen Schluck Apfelschorle, die ich hier habe. Mhm. 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 So. Machen wir das mal so. Ein letztes Mal. Jetzt fängt er an zu schwächeln. Jetzt benutzt er schon die Top-Genesung. Das hat mich jetzt. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Aber wahrscheinlich, weil er schon paralysiert war auch noch. Aber jetzt hat er wieder eine Paralyse sich gefangen. Das ist natürlich idealerweise für uns. Sehr schön. Ist paralysiert und kann nicht angreifen. 7 Mal haben wir sie noch. Das dürfte reichen. Ein letztes Mal Regentanz sehen wir in diesem Kampf. Warum ein letztes Mal? Weil Turtok nur noch dieses eine Mal Regentanz benutzen kann. Ja. Sehr schade, sehr schade. So, macht er wieder Biss. Überlebe ich nur einmal. Ganz locker sogar. Deswegen werden wir nochmal Body Slammen. Sehr schön. Noch, ja, so 3 Body Slams. Und dann wäre Turtok auch dem Tode geweiht. Kann man eigentlich im Prinzip sagen. So. Wir machen uns voll. Und damit hätten wir uns dann quasi...
Oh oh. Ich glaube, das wird jetzt Schädelwumme. Und das tut gleich richtig weh. Habe ich das Gefühl. Wenn das wirklich es hat aufgehört zu regnen. Es gibt keinen Regentanz mehr in diesem Kampf. Ich glaube, das tut gleich richtig weh. Bam! Geil, Lapras, du bist das geilste Pokémon, was ich habe. Oh, bist du geil. Simsala. Ja, lass mal da Funke ran. Das ist noch ein bisschen... Lapras, das will ich jetzt nicht unbedingt opfern. Jetzt hat er noch zwei Arcani und Simsala. Jetzt hoffe ich mal, dass ich Simsala so erwische. Oh, fuck. Psychokinese tut gleich wieder so weh. Fuck, hör auf. Oh. Fuck, das tut so weh. Es tut so weh, oh fuck. Mach's auf gelb. Oh. Wunderschön. Mach's auf gelb, mach's weiter auf gelb. Yes. Yes. Jetzt kann ich auch meinen Lapras einsetzen wieder. Und das kann er jetzt überleben. Ne, beziehungsweise würde er niemals überleben, diesen Eisstrahl. Ja gut, das ist er schneller. Habe ich kein Problem mit, aber das überlebst du, überlebst du, überlebst. Okay. Sehr schön ins Gesicht geklatscht. Oh, wunderschön. Wir haben diese Arena. Wir haben diese. Wir haben sie tatsächlich gewonnen. Arcani kommt wie erwartet, aber wir werden jetzt. Lass mal Fackel noch in den Kampf. Er muss diesen Angriff abfangen. Ah, oh, wunderschön. Bedroher. Bringt dir leider nichts, Arcani. Ja, Sea hat getroffen, das wusste ich. Deswegen habe ich ja ein anderes Pokémon eingesetzt, weil ich wusste, dass das jetzt gleich kommt. Lapras muss heilen. Okay. So, mach mal Turbo-Tempo. Da habe ich kein Problem mit. Besiegt meine Fackel nicht, hoffe ich. Nee, tut's auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt meinen Lapras einsetzen. Ganz geschmeidig. So. Und Lapras könnte noch Level 50 in diesem Kampf erreichen. Bin mir aber nicht sicher. Müsste Arcani jetzt schon... Ah, wobei Level 50 geht niemals wieder. Flammenwurf gegen ein Lapras. Weil es Eis ist, oder? Ja. Aber ich habe eine Hydropumpe. Und das müsste das gewesen sein, meine Freunde. Das müsste es jetzt dann gleich gewesen sein. Einen letzten Hypertrank noch. Um sicher zu gehen, dass auch wirklich Lapras danach gewinnt. Und fuck, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin begeistert. Außer das wird jetzt noch ein Volltreffer, aber ich glaub's nicht. Nee, das war's. Yes! Mit knapp 13 oder 14 Level... unterlevelten Pokémon haben wir dann tatsächlich noch den SSG besiegt. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, lieber Champion zu werden. Das ist nicht fair. Doch, das ist es. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch so sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga, aber ich gönne dir das nicht. Brandy. Ach. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seitdem du dich mit Glumanda auf den Weg gemacht hast. Brandy, du bist schon viel erfahrener. SSG, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. SSG, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deine Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Brandy, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Brandy, folge mir. Ja klar, mach ich sofort, kein Stress. So, herzlichen Glückwunsch, Brandy. Das hier ist die Pokémon Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Brandy,
Du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Brandy, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Super duper super geil. Quasi unsere Pokémon geheilt worden. Und herzlich willkommen in der Ruhmeshalle, meine Freunde. Herzlich willkommen. Funke Level 48, Lapras Level 49, Glurak Level 48, Smetbo Level 47, Taubos Level 47 und Rasaf Level 47. Willkommen in der Ruhmeshalle. Und wir natürlich als sexy Lady dürfen da nicht fehlen. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch nach 21,5 Stunden. So, jetzt fängt der Abspann an. Wir sehen, SSG läuft davon, Eich hinterher. Ja, Mai, er ist halt beleidigt, macht dir nichts draus, sagt Eich noch zu uns. Und wir machen uns auch auf dem Weg nach Hause mit unserem... Ja, wir laufen einfach nach Hause. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, dieses Spiel. Es hat mich sehr gefreut, es mit euch Let's Playen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Großartig was zu sagen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu. Und was soll man schon zu Pokémon sagen? Ja, wir hatten ein großartiges Team zusammengestellt, finde ich. Also da haben wir schon ein echt gutes Team gehabt. Drei Training-Sessions haben dann am Ende doch gereicht, um dieses Spiel durchspielen zu können, zumindest für den ersten Anlauf. Ich bin zufrieden. Ich habe es nicht ganz in der 50er-Marke geschafft, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber mit, ich glaube, 55 Parts sind wir auch gut dabei und haben eine gute Zahl erreicht. Jedes Projekt hat natürlich sein Ende. Pokémon hat es jetzt gefunden. Ja, was soll ich eigentlich groß dazu sagen? Ich freue mich schon auf die kommenden Projekte mit euch natürlich. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Es war mal eine gute und gelungene Abwechslung auf dem Kanal, finde ich. Und es wird definitiv nicht das letzte Pokémon Let's Play gewesen sein. Da bin ich mir zu 196,95% sicher. Einfach weil mir das auch Spaß gemacht hat, Pokémon zu spielen und vor allem auch zu Let's Playen mit euch. Und ja, deswegen behaupte ich jetzt einfach auch mal, dass es nicht das letzte gewesen sein wird. Ich werde mir mal anschauen, wie so die neuen Pokémon Let's Plays sein werden. Pokémon Spiele sein werden, so XY oder Schwarz oder Weiß. All diese habe ich noch gar nicht gespielt. Weder Schwarz 1, Weiß 1 oder Schwarz oder Weiß 2. Noch X noch Y. Also ich bin stehen geblieben mit Diamond, Pearl und Platinum. Und seitdem hat sich ja auch eine Menge getan bei der Pokémon-Welt. Und das gilt erstmal anzuschauen. Ich habe den Weg jetzt eingeschlagen, dass ich auch ein paar Pokémon-Let's Plays machen werde. Aber ich werde natürlich nur casual spielen, also nicht irgendwie auf Pro und so. Genauso wie mit StarCraft. Ich werde mich versuchen, ein bisschen hochzuspielen, aber es ist immer nur casual. Es ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage Professional und Casts und so. Das ist alles noch nicht so und das wird es auch wahrscheinlich nie werden bei mir. So viel Talent und Zeit habe ich dann auch nicht für so etwas. Weder für Pokémon noch für StarCraft noch für sonst irgendwas. Ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen zu dem Spiel oder sonst was? Ich finde, das ist eigentlich ganz cool gemacht mit dem Islands, die dann dazugekommen sind, quasi im Blattgrün, also dass die da ein bisschen mehr Story drauf gebackt haben, weil damals war das schon echt schwer, die Pokémon-Liga zu knacken, im ersten Versuch immer. Da musste man schon, also musste man schon gut sein, um das zu kriegen.
ja, viel mehr habe ich dann aber auch nicht zu sagen. Ihr seht schon, Ende. Ich verabschiede mich bei euch, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir und schaut weiterhin zu bei den nächsten Let's Plays. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.